Was geht ab, meine Freunde? Euer André und herzlich willkommen zum Fußball 13 mit dem 1. FC Magdeburg. Heute sind wir ja vor dem Spiel gegen den Erstplatzierten, wo wir gewinnen müssen, sonst ist es glaube ich vorbei. Ja, ich habe mir ein 3D-Spiel angedacht, nachdem wir ja in der letzten Folge alle Wintertransfers noch. Ja, steht es im Textmodus. Dann machen wir es im Drecksmodus. Wir können das gewinnen. Gelbe Karte, René Lange. Setzt zu spät die Grätsche an gegen Nikolov und bringt den Berliner Rüde zu Fall. Döttl zieht die gelbe Karte. Verletzung, Bankert. Dann kann gleich Hanke sich aufwärmen. Nach 9 Minuten der Verletzung nicht so wirklich schön. Problem bei Berlin ist nur, die haben in der Abwehr schlecht, nicht die besten Leute, aber sie stehen sowas von kompakt, man kommt einfach nicht durch irgendwie. Siefkes fängt schön von links, Ball kommt als erster an den Ball und zieht aufs kurze Eck. Warum ist Ball eigentlich drin? Ich wollte Jovanovic reintun. Eck von links, René Lange. René Lange steckt eine Ecke auf Höhe des Elfmeterpunkts, wo Teuter. Hätte nicht entscheidend genug herauskommen. Glück hat, dass Frieber Zeusers Kopfball am Pfosten vorbei rauscht. Gelbe Karte für Serhat Akin. Und auch für Siefkes. Ich sehe schon kommen, wie Polido und der Jovanovic für uns nicht mehr treffen. Aber zuvor voll oft getroffen haben, ich sehe schon kaum. Ecke von rechts, Lange. Nach einer extrem scharf getretenen Ecke von Lange köpft Ball aus 7 Meter aus Zentralposition in die dritte Etage. Drei gelbe Karten schon wieder bei uns. Wie es hinspielt, da gab es ja auch Milliarden von Karten. So, ein ungenauer Rückpass von Hartmann kann Höttecke nicht mehr laufen. Es gibt Eckball für uns. Der scheint gut zu sein. Ecke von rechts, Lange. Bayer erwischt das wieder nach der Ecke mit dem Kopf. Das Spiegel fliegt aber knapp über das Tor in Dreieck hinweg. Mann, wir hätten einzeln in Führung gehen müssen. Die Tabelle sieht so aus. Wir haben 10 Punkte Rückstand auf Berlin. Frieber Zeusser marschiert kompromisslos in den 16er, wartet aber zu lange. Und holt nur noch einen Eckball heraus. Und dann ist die erste Halbzeit vorbei. So, Ball kommt raus, Jovanovic rein. Hier ist heute mehr drin. Motivieren, motivieren. So. Wir wechseln zum zweiten Mal aus, aber er hat 4 Tore in der oder war in dem einen Testspiel gut und deswegen versuchen wir es. Eine scharfe Reingabe von Vitaretti wird von Höttecke aus der Gefahrenzone gefaustet. Nach einem Ballgewinn von Frieberzeus geht es im Mittelfeld schnell. Jovanovic macht aber einen Haken zu viel. Gelb jetzt für Vitaretti.
Vitaiti heißt der, Vitaiti. Schon komischer Name. Kutsubuku. Wie auch immer. Flankt auf Akin, aber der schießt in die Wolken. Spielerwechsel: Kevin Kruschke für Akin. Sondre Bello kommt bei uns für Vitaiti. Die Stürmer vorne wieder nicht gut. Ecke von links Lange. Die Ecke wird wieder aus dem 16er geköpft. Tanke kommt an. Trifft den Pfosten. Aber der Ball geht ins Tor aus. Tut mir leid, es geht wieder weiter. Kurze Doppelpässe im Strafraum der Berliner und Jovanovic schließt ab, aber Höttecke ist auf den Pfosten. Der Berliner Acker hat damit seit 400 Minuten kein Tor mehr kassiert. Kein Tor auswärts, so kann man nicht gewinnen, das stimmt. Nochmal die Chance. Frühwärts mit einem extrem ungenau weiten Pass. Da kann kein Stürmer was damit anfangen. 0-0 ist einfach zu schwach. Aber wir haben nochmal die Chance. Pulido mit einer Flanke von links. Frühwärts kommt der Ball zu Jovanovic. Oh, knapp über das Tor, der Kopfball. Und dann ist aus. Wir spielen 0-0 gegen den Berliner AK. Es hilft beiden nicht weiter. Gute Not von Hamann, Handke. Sonst ordentlich, aber nicht so gut. Handke mit einer 2,5, beste Mann, genauso wie Hamann. Viele gelbe Karten auch mal wieder. Die Statistik, wir waren überlegen, hatten auch deutlich mehr Chancen, haben sie aber wieder nicht genutzt. Die Ergebnisse: Plauen verliert 1-0 gegen SV Babelsberg. Auerbach verliert 2-0 gegen Berlin. Jena spielt 1-1 gegen Herthas zweite Mannschaft. Meuselwitz 1-1 gegen Zwickau. Halberstadt 3-0 gegen Dynamo. Neustrelitz verliert 0-1 gegen Nordhausen. Berliner K spielt 0-0 gegen uns. Union Berlins zweite Mannschaft gewinnt 5-1 gegen Budissa Bautzen. Ja, somit bleibt Dynamo weit unten. Dann Budissa Bautzen und Plauen. Und oben Berlin, dann Hertha und Jena, wir auf Platz 4 jetzt. Wenn wir zweiten Platz schaffen, wäre es wahrscheinlich noch ordentlich. Die Stimmen: Mario R. aus Berlin, von Fan von Berlin AK. Schuld am schlechten Spiel war die fehlende Präzisität. Und ich sag, wir sind nicht ganz zufrieden. Wir hatten eine gute Möglichkeit, hier heute zu gewinnen. Wir könnten zwar mit dem Ergebnis leben, würden uns aber nicht beschweren, wenn es 3 Punkte wären. Die Mannschaft hat sich über 90 Minuten gut präsentiert, deshalb geht das Ergebnis auch so in Ordnung. Spieltagsstatistik: Keiner von uns drin. Teamleistung war wir mittendrin. Berliner K ist besser wie wir nach den letzten schlechten Spielen von uns. Wir haben jetzt hier die zweitbesten und den viertbesten Torschützen. Jetzt müssen wir es umsetzen. Und Fairplay, Nennhuber eine Woche und Bankert 6 Tage. Und mehr Fairplay, haben wir 53 Punkte und Berlin hat
60 Punkte. Ja. Warte mal kurz. Ich hole mal kurz noch auf. So. 2 Minuten. Okay. Also bis dann. Und dann geht's auch schon in die Woche wieder nach dem schlechten Spiel. Oder was heißt schlecht? War halt 0:0. Der erste FC Magdeburg war heute überlegen, trotzdem kein Sieg, wo sind die Gründe zu suchen? Wir haben uns haben viele Chancen herausgespielt, aber sie einfach nicht genutzt. Kann man nicht besser sagen. Das große Geld Porto hat 43,45 Millionen für neue Spieler ausgegeben und ist damit auf Platz 1 in den Wintertransfers. Sportlich geht es vom Vorstand wieder 1 nach oben. Auf die 20. Bankert fällt aus für 6 Tage und Statusbericht Verletzungen. Nennhuber und Bankert. Kalender, wir haben spielfrei, was nicht stimmt. So, zweite Mannschaft kurz schauen. Jugendmannschaft aufstellen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Schaut in den anderen Projekten vorbei. Bis dann und ciao.